Hallo alle zusammen, in diesem Video soll es jetzt um das Thema der Vollverben gehen. Was genau sind Vollverben, woran kann man das erkennen und wieso heißen die so komisch? Es gibt im Deutschen unterschiedliche Arten von Verben. Man hat einmal die Hilfsverben, dann gibt es die Modalverben und es gibt aber auch noch die modifizierenden Verben. Ich kürze es mal ab und modifizieren Verben. So, diese drei Gruppen sind quasi ein Teil der Vollverben. Man kann sagen, wenn diese drei Gruppen sind keine Vollverben. Durchstreichen. Das heißt, alles andere, also alle anderen Verben, die keine Hilfsverben sind, keine Modalverben und keine modifizierenden Verben, sind also Vollverben. Kann man also schön ausschließen, wenn man weiß, was diese drei Verben im Grunde sind. Dazu gibt es aber auch andere Videos, da könnt ihr euch gerne durchklicken, da erkläre ich das nochmal ganz genau. Die Vollverben werden unterschieden in unterschiedliche Gruppen. Und zwar in einmal die transitiven Verben. Dann haben wir intransitiv. Und dann gibt es aber auch den reflexiven Gebrauch. So, diese drei Untergruppen bilden quasi die Gruppe der Vollverben. Um es mal kurz aufzufrischen, alle Verben, die ein Akkusativobjekt bei sich haben, sind die transitiven Verben. Alle, die kein Akkusativobjekt bei sich haben, sind, muss ich mal kurz ausschreiben, kein Akkusativobjekt, das sind dann quasi die intransitiven Verben und die reflexiven Verben, die haben also immer ein Personalpronomen, sich, mich, dich und sowas dabei. Wie gesagt, zu den einzelnen Untergruppen gibt es auch nochmal Videos dazu, wo ihr das nochmal genau angucken könnt. Dieses Video ist jetzt dafür da, um euch die Gruppen der Verben zu erklären. Nochmal kurz in der Zusammenfassung, es gibt im Deutschen Hilfsverben, Modalverben und auch die modifizierenden Verben. Alles das, was da nicht reinfällt, also was kein Hilfsverb ist, kein Modalverb ist und auch kein modifizierendes Verb, ist ein Vollverb und die Vollverben werden in die Untergruppen transitiv, intransitiv und reflexiv unterteilt. Das für die erste Übersicht. Die Einzelheiten zeige ich euch dann in den nächsten Videos.